Dina! Hey. Das mit dem Aim. Alter, schieß mal mit den Dingern. Das ist nicht wie bei Call of Duty, als würdest du aimen. Wenn du. Das verzieht so übel, weil die Waffen auch noch null abgegradet sind. Und. Also ist wirklich. Das ist nicht wie Schießen bei Call of Duty, Alter. Wenn das so wäre, dann wäre das hier super easy, das Game. Aber es ist es nicht. Die ziehen übel rum. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du bist krank? Das ist kein Shooter, das verstehst du nicht. Das ist kein Call of Duty, Alter. Das Spiel ist absichtlich so gemacht, dass das ist ein kleines Mädel quasi, was mit einer Waffe spielt, schießt. Dass die nicht der Aim hat wie ein Soldat bei Call of Duty, ist ganz normal. Das verwackelt es ganz anders. Es ist nicht wie bei Call of Duty, deswegen hast du auch nur so wenig Schuss, weil du kannst nicht rumballern wie bei Call of Duty. Das ist was komplett anderes, Alter. Das kann man in keiner Form vergleichen, dieses Spiel. Kaufst du und dann laber mal, weil das ist, du wirst schon sehen, das ist nicht ganz normal. Wenn es wie Call of Duty wäre, wäre das Spiel super easy, aber das ist auch absichtlich so gemacht, dass das Schießen und so nicht so easy ist, weil du sollst die Typen nicht abknallen. Du sollst vor denen abhauen und dich ranschleichen und die so töten und so weiter. Das ist der Sinn von dem Spiel. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge. Ja, aber das ist doch kein Apex Legends oder so. Ganz, Alter, du hast nicht mal das Einser gespielt. Du weißt überhaupt nicht, wie das Shooting hier ist, Alter. Sorry, also da lass ich mal gerne von Leuten erzählen, die den Einser, den ersten Teil wenigstens gespielt haben. Wie viele? Aber, exakt. Wenn du so ein Game noch nicht gezockt hast, kannst leider nicht mitreden. Das muss man leider mal so klar sagen. Aber was hast du denn für Shooter gezockt, Alter? Außer Call of Duty und eventuell Apex? Willst du es probieren? Hast du noch so gezockt? Metal Gear zähle ich jetzt nicht als Shooter. Obwohl Metal Gear noch eher an das Game rankommt, vom Vergleich her. Na, dann gib mal her, das Ding. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Du hast das Einser durchgespielt. Check ich aber nachher mal deine Trophies, Alter. Das hättest du mir doch erzählt. Das Rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Nimm die Straße ins Visier. Versuch das Schild zu treffen. Wenn du es richtig wissen willst, versuch die Mitte des O's zu treffen. Sehr gut. Ah ja, da kommen sie doch. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erleben. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Na bitte, ich sehe. Erwischt. Ich mag das Teil. Lass dir Zeit. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Resident Evil, in keiner Form vergleichbar. In keiner Form vergleichbar Resident Evil mit diesem Spiel. In keiner Form. Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Das sind langsame, dumme Gegner. Keine Menschen, die dich taktisch angreifen mit schnüffelnden Hunden. Auch schnüffelnde Hunde gab es nicht im Ding, im Einser. Also nicht vergleichbar, tut mir leid. Das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht. Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Bei dem Wagen. Sie haben einen Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Umwand. Ja.
Okay. Ich zähle noch drei. Du hast Talent. Ich sehe noch zwei. So, wo haben wir noch einen? Wo haben wir noch einen? Wo ist der eine? Und das war der letzte. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ja, jetzt seid ihr auf dem deutschen Account, weil da keine Trophies da sind. Ja, ja. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du? So. Ah, da. Okay, das war ein bisschen zu niedrig. Was dachtest du denn? Drei noch. Besser wing. Du kriegst das raus. Oh. Versuch's nochmal. Ja. Da sind noch. Ah, den haben wir nicht erwischt. Hat gedauert, bis ich den Bogen raus hatte. Gut gemacht. Soll der letzte gewesen sein? Ich sehe keine mehr. Gerade sagen. Ja, sollten sie gewesen sein. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Immer? Her damit. Aber wenn du es gezockt hast, wüsstest du, dass das kein Call of Duty oder Resident Evil ist. Aber das ist für mich so ein bisschen der Beweis, dass du es nicht gezockt hast. Es ist nämlich darauf ausgelegt, dass du nicht einfach rumrennen kannst und die Leute abknallen kannst. Darum geht's nicht. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Vor allem, die flankieren dich zu dritt, zu fünft. Da kannst du der geilste Shooter sein, wenn die dich flankieren, die killen dich halt. Du kommst ja auch nicht zum Schuss, wenn die dich treffen. Das ist nicht wie bei Call of Duty, wo du Damage frisst, indem du Schüsse takest. Und dann kannst du einfach weiterballern, wie du willst. Das ist hier, wenn du schießen willst und du wirst angeschossen, dann wirst du zurückgehauen und kannst nicht zielen. Also es ist in keiner Form vergleichbar. Dasselbe mit Resident Evil ist da komplett anders auch. Da kannst du, da wird ja gar nicht auf dich geschossen, deswegen kann man es ja überhaupt nicht vergleichen. Das Vierer. So, dann gehen wir mal hier rein. Schöne Lodge. Habt ihr da draußen geschossen? Ja, ich. Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Geht besser. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja. Ja, du, wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Auf geht's. Oh. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Erwartet. Okay. Gehen wir. Okay. Komm mit, Kleine. Auf geht's. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja. Zwei Runner in einem Haus. Auf. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür.
Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Aha. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja. Hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie gekommen sind. So. Die Reitzeit ist vorbei. Zum Ringladen geht's da hoch. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, dachte ich mir fast. Klingt gut. Ah, da vorne. So. Brauchst du Hilfe? Nee, ist kein Job. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Ah ja. Haben wir denn da? Verdammt! Ausdringen. Könnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Na dann, auf geht's. In dem Graben war eine seltene Heldenkarte. Die sammelst du immer noch? Nur kein Neid. Ich tue mein Bestes. Geil. Durchklettern? Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Hilfe. Ich bin durch. Moment. Okay. Jetzt wird's scary. Ich suche, genau so sieht's aus. Wir werden was finden. So. Wenn hier keine Viecher sind, dann weiß ich aber auch nicht. Aber ist cool, dass sie diese Joel-Ellie-Passagen wieder eingebaut haben. Ich dachte ja, nach dem Tod von ihm ist das nicht mehr möglich. Sind's halt so Erinnerungspassagen. Servus. Na, hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. So. Nehmen wir auch mal mit. Ich bin voll lost. Sorry, Alter. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Deswegen setzt die Maske mal auf, damit es nicht auffällt, dass sie eben immun ist. Das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Nö. Natürlich nicht. Okay, gut. Warst du hier schon mal drin? Nein,
Wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. So, mal. Ah, kann ich brauchen. Kann ich auch brauchen. Schon wieder Klicker ohne Ende. Was haben wir denn da? Damit. Holzlatte. So, Joel, wo bist du hin? Mit den Sporen, das sieht immer so geil aus, hier diese Partikel durch die Luft fliegen. Mega nah. Oh, da ist er. Hallo. Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Eieiei. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst wirken, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Ist bestimmt nur herumgeirrt. Der ist bestimmt nur herumgeirrt. Der war einfach nur lost. Wo hängst du rum? Ah, da. Hier lang. Alright. Sorry, Bruder. Okay. Ellie. Da. Ah. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. Hier, so, er macht den hier alle. Ich mach den hier. Dann greift er sich den hier. Das hat er vorher nämlich auch nicht gemacht. Zack. So. Jetzt haben wir ja gelernt, da hinten kommt ja noch einer. Mal erstmal an den ran. Hier, an den da. Dann machen wir den kalt. So, der down. Einfach nur eine andere Form von Trial Devil, meiner Meinung nach. Feierabend. So, Joel, willst du auch nochmal was machen? Joel, whatever. Ich doch verarschen, die Alte. Ja, und das war's. Richtige Reihenfolge erledigt, dann keine Tode. Ist so. Ach ja. So, was ist das dann? Geknallt haben wir da. Jemand? Ich glaube, das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Ja, du auch. Also... Was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Achso, der Joel räumt jetzt da was auf. Wo? Ja, da vorne.
Rein geht's. So. Sieht aus, als könnte das hier was sein. Na, dann geh mal durch. Schimmelwand. Siehst du? Ich gefault. Ups. Holy shit. Hier. Das Stunde zum Durchladen, die Scheiße. Wow. Ist der Typ jetzt noch am Leben, oder? Der Alte rennt halt auch nicht davon, Alter. Ah. Alter, der Joel, ey, der macht echt alles für die Alte. Das war zu knapp. Ja, aber wir haben es geschafft. So. Alles klar? Außer, dass ich echt alt bin? Nicht, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen kann. Ich will hier raus. So. Ja, das. Komm her mit dem Alkohol da. Wo hängt der jetzt rum? Mich hier aus? Geht schon. Ist der irgendwie ein Weg oder was? Ah, jetzt. Räumt er die Couch weg. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Was für ein A2 Bloater Lauer? Das wird schon. Kommt auf 2, Alter. Spuren sind weg. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Die sind zusammen, oder? Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Jesse ist der Glenn, oder? In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. So. Mehr Munition hier am Boden. Ein bisschen Gewehrmunition wäre nice. Ganz schön was verballert.
So, we have arrived, man. Kannst du dich da durchzwingen? Auf jeden. Siehst du, was da ist? Ja. Nix, oder? Okay. So. Alter. Danke. Ja. Hey, Joe. Hm. Das sind sie. Teenager. Das war, das letztes Jahr weggelaufen ist. Könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. Krasser Scheiß. Adam und Sydney. Ich hab sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären Sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja? Ja. Ja, das haben wir gesagt. Lügner! Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Nö. Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Gelogen. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Was? Ah, krass. Hat wehgetan. Jesse schläft. Hey,
Lass mich mal. Er ist ein guter Kerl. Ja, ist er. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammelt Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jessie sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Na dann. Bitte mit der Tür? Yep. Ja.